Ja, und das ist doch wirklich tatsächlich so bei mir in der Werkstatt, was ich über 30, 40 Jahre gesammelt habe. Das wird nicht weggeschmissen. Da gibt es so viele kleine Fächer, wo Schrauben siehst sind, du, Manu? Wo dies ist, wo das ist. Ne? Und das schmeißt man nicht weg. Und wenn ich denn mein kleines fotografisches Gedächtnis einschalte, ne? Oh, wo war denn noch diese Sache? Ja. Du, dann gehe ich auf den Dachboden, wühle ich da rum und ich weiß ganz genau, ich habe das. Ich brauche nicht irgendwo hinfahren, auf einen scheiß Baumarkt, wo es sowieso nur so Pissknilskram gibt, wo man gar keine vernünftigen Schrauben kriegt. Ich hab, das Alte, die alten Schrauben, die sind immer besser als wie das. Jetzt rede ich. Ja. Meine Güte, du kommst ja gar nicht zu Wort hier. Nee, ich will das ja nur sagen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Nee. Ich habe sogar dieses ganze Sammelsurium an kleinen Schrauben aus Deutschland mitgenommen. Erst nach Texas, dann nach Hawaii. Ja, da kann man mal sehen, dass er seine Schrauben liebt. Ja. Ich habe, das ist so M2 oder 2,5. So, weißt du, so viele Grauen, die kannst du nicht anfassen. Reparierst du auch Uhren oder was? Erstmal das. Und bei uns war letztens hatten die Theater mit ihrer Kamera. Mhm. Ne? Da war irgendeine Blende, so eine ganz. Da sagt er, das funktioniert nicht. Und dann gucke ich, ja, da gehört auch eine Schraube rein. Ich sagte, in dem Loch? Nee, sagt er, das ist kein Loch. Das ist ein Gewinde drin. Ja. Da sagt er, das gibt's doch gar nicht. Ja, warte. Und dann bin ich original in meine Werkstatt gegangen, hat da in meine Schubladen rumgezogen. Und dann hatte ich so eine M2x8mm, habe ich da rausgepult. Oh. Und das war genau diese Schraube, die da reinpasst. Nein. Und die ist keine Ahnung, schon 40 Jahre alt. Das ist schön, wenn man so ein Glück hat, wenn man so viele kleine Schrauben sammelt. Mein Bruder Rottger ja auch, der hat auch so. Der hat auch ganz viele Schrauben. Ja, Rottger. Jede Menge. Ich sammle sogar viereckige modern. Das ist ja die handgeschmiedete Sache. Die alten. Ja. Die kenne ich auch noch. Ja, das ist aber schön, weil ich das verbaue ich in meinem Haus immer so. Das sieht man gut, wird schön rosten lassen und dann sieht das richtig gut aus. Dann mit Vertan behandeln und mit Leinöl. Schön bürsten die Schrauben, dann sieht das richtig geil aus. So und sind wir. Etwas älter, ne, aber... Nee, und das macht auch kein anderer mehr. Nee. Die kaufen sich da irgendwelche so schrottige Schrauben, so an so einer alten Fenster hängen oder Tür hängen. Wenn ich das schon sehe, wenn da so eine Kreuzschraube drin ist, dann kriegt schon das Kotzen. Da gehören viereckige Muttern oder Schmiedenägel ran. Ja. Verdammt nochmal. Oder Linsenkopf. Ich habe sogar Messing. Damals, als ich meine Maschinenbaulehre auf Blume Voss gemacht habe. Halbrundkopfschrauben habe ich noch. Hast Halbrundkopf? Ja. Da hab ich war in der Schmiede und da bei Blume Voss? Bei Blume Voss. Und da habe ich sogar Nägel geschmiedet. Ja. Ja. Ich weiß, wie das geht. Geil. Maueranker, weißt du, über den Amboss, so diese kleinen, das dran gehen. Das habe ich alles gemacht. Meißel geschmiedet und sowas alles. Ja. Selber gehärtet. Ja. Der sowas kann, der kann auch einen Motor tunen. Wir haben uns überlegt, als ich deine Kampfansage gehört habe, wir müssen ein Auto kaufen. Ich war so mehr so einen alten Hot Rod, die gibt es bei uns auch wirklich aus den 30ern oder was. Ja, warum so eine alte Dinger. Manu, nee, das geht nicht. Ich sag, wieso denn nicht? Guck mal, da können wir alle, da können die Kotflügel abbauen, dann machen wir den Motor rauf. Ja, also, das ist auch viel besser ausgesucht. Sie wollte das, sie sagte, nee. Und dann hat sie geguckt. So, der war in der Zeitung und dann hat gesagt, da fahre ich hin. Der ist nämlich bei uns um die Ecke gewesen. Bin ich hingefahren und jetzt sage ich, cool, das mache ich. Ne? Dann habe ich auch mal eine Probefahrt gemacht, habe mich dann geeinigt mit dem. Bei der Probefahrt habe ich gemerkt, der hat Knöpf. Ne? Ja, und so habe ich dann eben halt den Kombi gekauft. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, unser erster Ami war eh ein Kombi, so eine alte Gurke, ein Chevy Caprice. Und das passt doch. Und dann packen noch zwei Surfbretter oben drauf, ne? Keine Ahnung, einen Campingstuhl innen rein und einen Tisch oder was. Und dann geht das schon los. Ne? So willst du das Rennen auch fahren denn, mit Campingstuhl? Ja, mit Campingstuhl, Surfbretter oben drauf. Und ziehst du noch die Schuhe an denn? Plateauschule. Da kommt er denn vielleicht ja auch mal ans... Gaspedal. Dann kommt er auch mal ans Gaspedal. Ja, aber die stehen ihm doch bestimmt gut. Also das ist eine Pflicht. Gut. Ich weiß zwar nicht, wie du das hingekriegt hast, dass das meine Größe ist, aber das ist ja so eine Retro-Geschichte. Ja. Mit solchen Dingen bin ich ja früher in die Disco rumgelaufen. Schau, die möchte groß wieder in unserem Film oder was? Ja, hast du die Schuhe noch gar nicht gesehen? Nee. Ganz toll. Aber wir haben ja so einen Macker im Film gehabt, der hat sich über die Schuhe aufgepumpt, weil er so klein war. Schau, die möchte groß. Schau, die möchte groß. Ja, die gibt es im Comic. Hast du den Film mal gesehen? Nee. Der Tankstellenbehaini, der immer sich die Schuhe aufpumpt, dann wackelt er da immer so rum. Ja. die haben wir nachher, die platzen ihm nachher noch, ne? Ja, der hat doch so einen Blasebalg. Ja, dann pumpt kann er sich vor anderen Leuten immer größer machen. Größer gemacht. Ja.
Aber du weißt, wahre Größe kommt doch von innen. Ja, aber es ist ein Comic, Mann. Ach, es ist ein Comic? Ja. Wo soll ich denn das wissen? Trickfilm. Aber wenn du die, da kannst du alles machen. Wenn du die Schuhe anziehst, Conny, nee, dann ziehe ich das schöne Hemd an, was ich von euch bekommen habe. Das ist schön. Ja, und wenn das regnet? Hawaii-Hemd, das ist doch Latte. Wieso? Ich habe einen Kombi, der ist aus dem Dach drauf. Na, aber er muss. Wir haben offen, macht nichts. In der Badewanne sitzt du ein Regenschirm. Ja, die haben wir ja alles abgerissen. Wir bauen das ganz neu. Und jetzt habe ich zu Jörg gesagt, wenn ich heute Abend nach Hause komme, will ich, dass ich die Tür auf und zumachen kann. Und dann sagte Jörg, ja, das schafft er. Da freue ich mich schon drauf. Das ist leider nicht die Fahrerseite, sondern das ist die Beifahrerseite. Ärgere ich mich natürlich. Aber kannst du die Tür nicht weglassen? Na, ja, könnte man. Man könnte ganz viel weglassen. Aber wir wollen optisch auch gewinnen. So ein schönes Auto. Für mich ist Optik ganz, ganz viel wert. Ja. So, das muss echt eine Augenweide werden. Ja. Und das machen wir auch. Ich dachte, du wolltest gewinnen. Das auch. Jetzt lacht er noch so blöd. So. Ja, gut. Nee, nee. Sag mir mal hier vom Hals, ne, Freundchen. Nun stellst du dir das nicht vor. Wir kommen schon auf den Quark, du. Na, hoffentlich. Ne? Ja, denkt er. Ne? Ja. Er denkt, ist schon auf der sicheren Seite, aber nix da. Da gibt's Komponenten, die wir haben, die bestimmt nachher noch besser sind. Ja, das ist hast ja du eigentlich, jetzt das ist ja dich, unfair. Jetzt frag ich dich mal was. So. Ja. Ne? Ich will jetzt nicht sauer werden oder böse werden. Aber lass mich mal zu Wort kommen, ne? Ja. Sag. Was für einen Wandler hast du da drin? Den alten Schrottwandler da noch drin? Jo, das bringt doch nichts. Nee. Hast du mal überlegt? Ja. Trittst du aufs Gas, da kommt doch nichts. Der muss mit 2000 Umdrehungen muss der Motor drehen. Der muss ihn auf der Bremse haben, muss die Bremse loslassen, dann schießt das Ding los. Ich hatte ihm doch nicht alles. Hä? Also meine... Nee. Bing, ist Bing, vergessen, bitte vergessen. Alles gut, vergessen. Alles gut, weil doch. Ich habe eine ganz andere Methode entwickelt. Ja. Ah. Die sage ich dir aber nicht. Nee. Ich muss ja auch ein paar Geheimnisse haben. Mein Auto hast du ja schon im Fernsehen gesehen. Das gab doch früher, wo wir als Kinder immer mit dem Gummiband und mit dem Streichholz die Liga anrollen fahren lassen. Ja. Das kann man auch machen. Ja. Aber das habe ich nämlich bei mir auf der Landebahn schon ausprobiert. Ja. Ich weiß, du bist einfach überzeugt von deinem Ding. Und das ist. Ich bin überzeugt von meinem Auto. Ich weiß, bin aber nicht überzeugt, aber ich gewinne. Das ist schon ein Stern. Ja, nee. Ich weiß, ich habe was Gutes zusammengebaut. Ja, dann, und das macht mir Sorgen. Ich meine, um schneller zu werden, könnte ich ja die Surfbretter wieder runternehmen, aber das ist ja nee, das machst du nicht. Nee. Die Surfbretter kannst du ja irgendwie so als Luftleitbleche auf hinten ranbauen. Ja, ich kann die auch damit so auf dem Boden bleiben. Ja, so nach hinten hoch, ne? Ja. Ist gut, dass du das sagst. Ich schon wieder einen Tipp gegeben, verdammt nochmal. Gut, dass du das sagst. Und du hast mir ja Schuhe gegeben, der sich an das Gaspedal rankommt. Ja, guck mal, wie gut ich zu ihm bin. Ja. Also wenn er gewinnt, ne, dann hab ich Schuld. Ja. So sieht's aus. Tut mir jetzt leid, ne? Also ich werde dich mit dem Auto vereinen. Ich werde dein Schamane sein. Ja. Ich weiß ja, wie es geht jetzt. Ja, Wodka. Dass du mit der Rennstrecke 1 wärst und mit dem Asphalt 1. Guck mal, da muss man auch mal drüber reden. Ja. Da fragt der Filmputzi gar nicht nach, weil er da auch keine Ahnung von hat. Pass mal auf. Das ist nämlich so. Der Ampelstart. Ne? Die Lichter, da sind Sekunden, die man rausholen kann. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Das musst du mir noch mal erklären. Ich dachte nichts mehr. Nachher stehe ich da und warte, dass das losgeht. Das kann man hier genau wie hier. Nein, ich habe da noch nie drauf. Das kann man bei im Internet lernen. Wie gibt es die Lampen und dann musst du auf den Knopf drücken. Du hast da kein Dach und keine Fenster. Gib mir einfach ein Zeichen, wenn ich losfahren muss. Nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht, dann gewinnst du ja noch. Nee. Also ich werde jetzt keine Strategien mehr dir gegenüber freigeben. So, das kann ich nicht. Mach ich nicht. Ne? Ist ja nicht mehr lange hin, ne? Ne, ist nicht mehr lange hin. Ich muss eigentlich noch nach Hause. Außerdem haben wir noch den Stärke-Tiger. Ja. Den Stärke-Tiger? Ja, dann kommt der Tiger und macht so, legt Hand auf und sagt Stärk, Stärk, Stärk. Und das bringt was. Das bringt was.
Den habe ich immer im Werner-Buch. Das ist ein Stärketiger. Mhm, der kann das. Der kann das. Der guckt. So, jetzt hör mal auf zu filmen. Wir wollen auch mal nach Hause. Weißt du, was ich jetzt will? Ich will weiterschrauben. Ja. Immer diese Belästigung. Nun lass ihn mal. Muss ja auch nein, nicht. Das ist schrecklich. Die Leute müssen doch wissen, was los ist. Die müssen doch wissen, was ihr tut. Ja, trotzdem. Wir haben wissen. Ja genug gesammelt. Das ist der Mann, der das eben halt macht. Ja. Wenn der nicht da wäre, dann würde euer Gesabbel gar nicht in den Luft. Wer sabbelt denn hier? Mein Auto ist fertig. Aber das steht noch in Hawaii, glaube ich. Ja, Conny, wir sehen uns dann beim Rennen. Tschüss. Dann bist du wahrscheinlich immer noch unverschmiert. Du weißt, was ich noch gut finden würde? Du könntest mich auch mal nach Hawaii einladen. Ja. So, dass ich mal für einen Tag komme. Für einen Tag. Ich bin ja schnell da mit meinem Auto. Du weißt, da gibt es keine Brücke von Deutschland nach Amerika. Nee, aber das fährt auch über Luft. Ja, nee, auf Wasser wollte ich sagen. Nee, über Luft. Mhm. Flugzeug. Nee, über Wasser meine ich auch. Conny, tschüss. Tschüss. Ich muss schrauben, du bist ja entspannt, aber ich muss wirklich... Dann seh zu, seh, dass du an die Knarrenkasse in die kommst und den Motorbild zusammenschrauben. Leute, es kesselt wieder. Karten gibt's auf werner-rennen.de.